Liebe MITler, liebe Parteifreunde, begrüßen Sie gemeinsam mit mir Herrn EU-Kommissar Günther Oettinger zur heutigen Veranstaltung der MIT. Ich freue mich herzlich, Sie hier an unserem Tisch in gemeinsamer Runde sehen zu dürfen. Willkommen. Auch er, denke ich, hat ein Anrecht. Auch herzlich willkommen. Es gibt viele zu begrüßen. Wir haben heute wirklich eine Kumulation von Honoritäten. Aber zunächst erlauben Sie mir, meinen obersten Herrn vorzustellen, Herrn Norbert Lettekofen, stellvertretender Vorsitzender der MIT Landesverband. Auch Ihnen herzlich willkommen. Aus der Stadt Leverkusen, es sind Ratsleute anwesend, herzlich willkommen. Es ist meinerseits auch herzlich an unseren Oberbürgermeister AD, Herrn Hebbel. Ebenfalls Vertreter der Stadt WGL, Herr Muss und WFL Wirtschaftsförderung, Herr Dr. Obermeier, auch mein herzliches Willkommen. Aber jetzt machen wir die Steigerung nach Europa, denn darum handelt es sich ja heute unter anderem. Unser General AD, so wird normalerweise die Einleitung stets gewählt, Herbert Reul. Sie sind im Vorsitz der CDU-CSU-Gruppe des Europaparlamentes und gemeinsam zu Ihrer Linken herzlich willkommen Herr Voss, ebenfalls Europäisches Parlament. Ich freue mich, Sie heute hier alle begrüßen zu dürfen und ganz besonders auch zu meiner Linken, hoffentlich nicht ideologisch, der Bürgermeister von Köln, Herr Bartsch. So, und wenn ich jetzt eine Person vergessen habe, sei es mir verziehen, aber eine möchte ich Ihnen noch vorstellen, unseren Bundestagskandidaten, Herr Helmut Nowak. Ich darf Ihnen auch gleich das Wort übergeben, nicht ohne vorweg, so ein bisschen die Frage schon an Sie beide zu richten. Sollte sich Energiepolitik im Sinne der Kostensituation nicht optimal gestalten lassen, heißt das für unsere Region, heißt das für Deutschland, dass uns die Unternehmerschaft verschwindet oder sind die Konzepte bereits in der Schublade, genau das zu verhindern, insofern der europäische Gedanke damit eine Rolle spielt. Herzlichen Dank und ich darf jetzt an Herrn Nowak übergeben. Da wir etwas später starten müssen, werde ich versuchen, meine Dinge ganz kurz zu halten, damit auch die Möglichkeit besteht, an Sie noch Fragen zu stellen. Denn das ist letztendlich belebend und meistens noch interessanter, als das, dass wir zweimal dasselbe mehr oder weniger erzählen. Ich sage deshalb nur zum Schluss, ist es gleich zu Ende. Unser Ziel muss sein, dass Energie bezahlbar bleibt. Ich denke, dass das Thema, was Sie haben, europäisch, muss es auch unbedingt werden, die Energiewende. Das ist auch ganz wichtig. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ich habe natürlich etwas mehr aufgeschrieben, aber ich verzichte gerne darauf. Ich bin sicher, Sie werden die Dinge ganz, ganz prima für uns alle transparent machen. Ich freue mich drauf und später können wir nochmal diskutieren, wenn es alles ist. Herzlichen Dank. Lieber Herr Nowak, verehrter Herr Ferber, liebe Freunde des Europäischen Parlaments, Kollegen Reul und Voss, Herr Bartsch, Bürgerinnen und Bürger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Einladung in ein schönes Anwesen in einer wirtschaftlich starken Region. Leverkusen mit Bayer, früher mit Lanxess,
Jetzt sind es zwei mit Fußball auf hervorragendem Kurs und durch die Großstadt. Eine lebenswerte Großstadt. Mein Sohn lebt seit einigen Jahren in der Buckelmünd, gehe in Pest zur Schule, deswegen bin ich relativ häufig hier, für mich auch sehr wohl. Ich wünsche Ihnen allen in Ihrer rheinischen Heimat Glück, Gesundheit und Erfolg. Herr Nowak, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Über Herrn Voss, Sie haben in der CDU und für die CDU und namentlich für die Wirtschaft und für die Ordnungspolitik und für den Mittelstand seit vielen Jahren viel getan. Und deswegen, der Deutsche Bundestag braucht einige mehr mit Wirtschaftskompetenz. Die Erfahrung, die Industrie läuft mit technischer Kompetenz und deswegen bin ich auf Ihr Erststimmenergebnis gespannt und wünsche Ihnen gemeinsam mit vielen, die mithelfen, die heute Abend noch da sind oder interessiert sind zumindest, in 20 Tagen viel Erfolg. Deutschland ist derzeit wirtschaftlich stärker als jemals zuvor. Produkte made in Germany, Maschinen, Anlagen, Chemieprodukte, Fahrzeuge, Elektrotechnik, vieles andere in Qualität und in Ingenieurkompetenz stärker als jemals zuvor und angesehen in der Welt. Und es kommt zugute, dass es Schwellenländer und Wachstumsregionen gibt, die genau das brauchen, was Deutschland hat. Lastkraftwagen, Pressen, Spezialmaschinen, PKWs, Kunststoffprodukte, Grundstoffe für Ihre Industrie. Stahl, Kupfer, Aluminium. In anderen Ländern hatten die Industrie, tun sich schwer. Nehmen Sie einmal die Unterscheidung von Nord- und Süditalien. Die Po-Ebene, Turin, Mailand, Bologna, rück nach Venedig, unverändert, Hightech. Sehr beachtliche Industrie, sehr beachtlicher, familiengetragener Mittelstand. Im Süden gibt es keine Industrie. Deutschland hat immer Industrie gehabt, und zwar gerade hier im Rheinland. Sie waren die Wiege der deutschen Industrie. Damals entwickelte sich Industrie, wo es Energie gab. Deswegen war die Grundstoffindustrie, die stahlherstellende und verarbeitende Industrie früher hier und erst Jahrzehnte später in Frankfurt, Darmstadt, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart oder München. Aber Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten diese industrielle Entwicklung genutzt. Andere Länder hatten früher als wir Industrie, nehmen Sie Großbritannien mit der Stahlindustrie, dem Bergbau, den Minen, mit dem Pressenbau, dem Fahrzeugbau. Heute werden in England noch ein paar ganz edle Fahrzeuge und relativ viele Koreaner und Japaner hergestellt. Aber die englische Fahrzeugindustrie gibt es praktisch eigenständig nicht mehr. Maggie Thatcher, eine eindrucksvolle Frau, eine erfolgreiche, langjährige Premierministerin, sie starb vor einigen Monaten, hat einen zentralen Fehler gemacht. Sie hat die Bedeutung der Wertschöpfung von Industrie, gewerblich-technische Produktion und Handwerk falsch eingeschätzt. Und hat nur auf Dienstleistungen, namentlich auf Investmentbanking gesetzt. Heute haben Sie in England kaum mehr Industrie und in der City of London viele Tausende junger Investmentbanker, halb so alt wie Herbert Reul und ich, doppelt so alt wie wir, Nickelbrille arbeitslos. Das kann nicht das Arbeitsmarktkonzept für diese junge Generation in den nächsten Jahrzehnten sein. Wir brauchen zuallererst die Ingenieurkompetenz. Probleme lösen, Material bearbeiten, Produkte herstellen. Und dann ergänzen die Dienstleister und nicht anstatt. Die Bank oder auch die Humandienstleistung neben der Industrie, das gibt ein insgesamt ausgewogenes
bildet ein starkes Bruttosozialprodukt. Soweit der Industriestandort. Was sind die Grundlagen dafür? Die erste Grundlage heißt Bildung. Qualifizierte, grundständige Bildung, Weiterbildung, duale Ausbildung, berufliche Fortbildung. Und man kann alle Verantwortlichen, und hier ist zuallererst die Landespolitik und auch die Kommunen, die die Schulen tragen, gefragt, man kann sie alle nur ermuntern, alles zu tun, dass von den jungen Menschen, von denen es zu wenige gibt, möglichst keiner am Wegesrand stehen wird. Sondern der Fachkräftemangel ist absehbar, der Kampf um junge Menschen ist absehbar, es gehen in den nächsten Jahren ständig mehr in den Ruhestand, als im Ort geboren und ausgebildet sind. Deswegen Schulabbrecherquote runter, sinnvolle Berufsberatung, richtige Ausbildungsfächer, viele, aber nicht zu viele Studierende und der Meisterprüfung. Das sind auch in Zukunft die Grundlagen. Qualität der Bildung, der beruflichen Bildung in Deutschland sein. Das haben andere Länder erkannt. Wenn ich mit Spanien spreche, auch mit Portugiesen spreche, eine Entwicklung. Viele wollen zu uns und sehen eine Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt und viele fragen nach, wie geht denn dies mit der dualen Ausbildung, mit beruflichen Schulen, von den Kommunen getragen, mit einer Verantwortung des Betriebs und der öffentlichen Hand für Ausbildungsqualität. Die zweite Grundlage heißt Forschung und Innovation. Wir in der Europäischen Union haben das Ziel, dass im Jahre 2020 von unserem europäischen Bruttosozialprodukt 3% in die Forschung gehen. Wir liegen im Augenblick leider nur bei 2,05%. Deutschland liegt bei 3%. Und wenn ich auf eines in meinem Heimatland Baden-Württemberg, ein einziges, neben der Sprache, Schwäbisch oder Hochschwäbisch, stolz bin, dann auf unsere Forschungsintensität. Baden-Württemberg liegt aktuell bei 4,9% unseres Bruttosozialprodukts. Wobei nur ein Viertel im Landeshaushalt steht. Und drei Viertel heißt SAP, Siemens, Bosch, Daimler, Stihl, Trumpf und andere. Das heißt, die Industrieforschung zu unterstützen und die öffentliche Forschung zu steigern, an den Hochschulen, aber auch mit Fraunhofer, Max Planck, DFG, Helmholtz, Leibniz, mit starken Instituten um die Hochschulen herum, muss auch in Zukunft die Grundlage für Kompetenz und für Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte, unserer Köpfe im globalen, harten Maßstab sein. Die dritte Grundlage heißt Infrastruktur. Meine Damen und Herren, egal wie die Bundestagswahl ausgehen wird, das wissen Sie hier am besten mit Ihren Reihenbrücken, wir müssen mehr für den Erhalt der Substanz unserer öffentlichen Verkehrsinfrastruktur tun. Die wurde im Westen Deutschlands zumeist in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgebaut, ist in die Jahre gekommen, der Verkehr nimmt zu, der Transport von Waren und Gütern nimmt in besonderem Maße zu, deswegen ist die Substanz nicht mehr gut. Ich sehe einer Maut nur eingeschränkt positiv entgegen. Aber jetzt warten wir die bayerische Landtagswahl ab, dann werden wir hier wieder etwas eingebremst. Jedenfalls, egal wo das Geld herkommt, wir müssen mehr für die Straßen und für die Schienen, für den Erhalt der Substanz unserer Verkehrsinfrastruktur in Deutschland tun. Deutlich mehr. Und nicht nur ein Jahr. Ein Prozess von 10 bis 15 Jahren mit deutlich mehr Mitteln ist notwendig, wenn das Ganze nicht verfallen soll. Oder können Straßen nach einem Winter mit vielen Frostaufbrüchen 1, 2, 3, 5 Jahre sparen. Danach ist es weit teurer, als wenn man jährlich etwas unternimmt. Das ist wie mit einem privaten Haus. Wenn man 20 Jahre nichts macht, kommt es doppelt teuer zurück. Wer ständig wartet, pflegt, renoviert, erhält, erweitert, macht im Grunde genommen die bessere Investition. Infrastruktur. Und zur Infrastruktur gehört natürlich auch
dass gewisse Zumutungen nötig sind. Wenn man sieht, wie derzeit Nachtflugverbot in Frankfurt, keine neue Landebahn in München, die unendliche Geschichte der Schiene Stuttgart-Ulm im Bahnhof in unserer baden-württembergischen Landeshauptstadt, immer nur dagegen. Wenn man die Dynamik der Welt sieht, man sieht, wie in Hongkong, wie in Malaysia, wie in Singapur, wie in Shanghai, Beijing, die Entwicklung dynamisch ist, dann sind wir zu langsam. Manchmal kann man schon, wenn man gefragt wird, geht es den Deutschen gut oder sehr gut, die Antwort haben, nein, eher ein bisschen zu gut. Wir haben es scheinbar nicht nötig, das rächt sich. Und gerade der jungen Generation will ich zurufen, so wie die Generation meiner Eltern die Infrastruktur Deutschlands aufgebaut hat und dies für meine Generation seit Jahrzehnten die Grundlage für ökonomischen Erfolg geworden ist, müssen wir jetzt, meine Generation, in unserer persönlichen, beruflichen Restlaufzeit mehr tun und nicht nur Nein sagen und nicht nur ablehnen. Wir brauchen auch Neubau und gewisse Lärm ist notwendig. Wir haben nicht ein lebenslanges Altenheim. Wir müssen uns etwas zumuten, wenn man in der Welt im Wettbewerb mithalten will. Und die nächste Grundlage, nicht die unwichtigste, heißt Energie. Energie war noch vor wenigen Jahren ein Spezialthema für 1, 2, 3 Abgeordnete und für die Fachzeitschrift des VDI. Heute ist keine Tageszeitung mehr frei von Energie. Und der Spiegel macht heute auf. Ich kann Ihnen nur empfehlen, und ich empfehle nicht jeden Artikel des Spiegels, aber der Spiegel ist in Sachen Energiepolitik objektiv, kompetent aufgestellt. Ein lesenswerter Artikel, der aufzeigt, wie schwierig das Thema Energiestrategie ist. Der Begriff Energiewende fällt mir nur eingeschränkt. Ich bin Bodenseesegler, Wende und Talsee, und es ist ja keine Energiewende. Es ist die Frage, wie man eine kluge Energiestrategie weiterentwickelt und dabei Ziele definiert und erreicht. Die deutsche Energiewende ist in Anführungszeichen nur eine Stromwende. Bis vor 4 Jahren war der Streit Kernkraft. Wie lange, wie viel? Gegen Kernkraft? Nein, danke. Der Streit ist entschieden, egal wer die nächsten 3 Bundestagswahlen gewinnen wird. 2022 wird es kein operativ tätiges Kernkraftwerk in Deutschland mehr geben. In 9 Jahren ist es so. Wobei man dann wissen muss, dass Kernkraft nicht weltweit weg sein wird. Wir haben noch 135 Kernkraftwerke in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Einige werden geplant, einige sind schon im Bau. Die Briten wollen alte Kohlekraftwerke stilllegen und neue Kernkraftwerke bauen. Die Polen wollen nicht Gas von Putin, weil sie nicht von Moskau und St. Petersburg abhängig werden wollen. Deswegen produzieren sie Schiefergas und bauen 2 Kernkraftwerke. Das ist ihre Lehre aus ihrer Geschichte. Deutschland hat vor Fukushima 23% Kernkraftstrom gehabt. Europa hat heute 30% Kernkraftstrom. Deutschland war nie ein kernenergieintensives Land. Wir waren ein kernenergiediskussionsintensives Land, das stimmt. Aber unser Anteil war geringer als der, der heute in Europa besteht. Die Franzosen haben 76% Kernkraftstrom. Und hinzu kommt, wir haben einen Strombinnenmarkt. Einen Strombinnenmarkt, der ausgebaut werden soll. Wo es mehr grenzüberschreitende Leitungen, Interkonnektoren genannt, geben wird. Deswegen haben Sie in Ihrer Steckdose in den letzten Jahrzehnten immer Kernkraftstrom. So dass das Thema Sicherheit, was kann man an Nachrüstung vorschlagen? Welche Lehre stichwort Erdbebensicherheit hochrüstet? Kann man und muss man aus Fukushima ziehen? Der einzige gemeinsame Nenner ist, und das Parlament berät derzeit unseren Kommissionsvorschlag einer Nuclear Safety Directive, die die Folgerungen aus Fukushima ziehen und wo es zu gemeinsamen höchsten Sicherheitsstandards für den Neubau von Kernkraftwerken und
zu der Nachrüstung von Bestandskernkraftwerken kommen kann, wenn der Rat unserem Vorschlag Anfang nächsten Jahres folgt. Gestatten Sie mir, weg von dieser Stromwende, ich komme gleich darauf zurück, einfach mit der Bitte, die Dimension zu erweitern. Drei Beispiele, die mich derzeit beschäftigen, einer europäischen Energiepolitik oder einer globalen Energiepolitik, die aber derzeit in Deutschland überhaupt nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Letzten Montag und Dienstag konnte ich in Chisinau sein, das ist die Hauptstadt der Republik Moldau, Moldawien. Ein kleines, schönes Land, latinisch geprägt, die Sprache sehr nahe der Rumänen. Und an diesem Montagabend war der Premierminister Ponta von Bukarest und der Premier aus Chisinau selbst und waren beide Regierungen vollständig da. Es ging um den Baustart, den die Europäische Union mitfinanziert, einer Gasleitung Rumänien-Moldawien. Denn derzeit hat Moldawien nur Gas von Gazprom. 100% Gas aus Russland für Wärme und für Strom. Eine 100%ige Abhängigkeit, die das Volk beschäftigt. Und die Russen haben, bevor wir den Bau begonnen haben, vor einem halben Jahr in Moldau gesagt, Freunde, der Gaspreis wird dann billiger, wenn ihr aus der europäischen Energiegemeinschaft austretet und die Leitung nicht baut. Für Putin, den ich achte, ein starker Mann, gibt es nur ein Ziel. Die alte Sowjetunion in irgendeiner Form wieder zu installieren. Er spricht von der größten Katastrophe des letzten Jahrhunderts und meint nicht den Überfall von Hitler oder die schrecklichen Morde an jüdischen Mitbürgern. Nein, er meint die Preisgabe des alten Machtgebiets der UdSSR und der Russstaaten durch Gorbatschow und Jelzin. Und er will sie alle zurückholen. Belarus hat er schon, Kasachstan ist fast so weit. Die Ukraine wird im Herbst beraten und wenn wir uns nur über Frau Timoschenko unterhalten und ihre hübsche Tochter, wobei mir die Gesundheit von Frau Timoschenko sehr wichtig ist. Aber wenn wir nur daran denken, treiben wir die Ukraine zurück nach Osten. Und seine Waffe ist nicht die Rote Armee. Seine Waffe ist Gas, Gasvorräte, Gaspreis und Gasleitungen. Diese strategische Dimension kommt in der deutschen Energiepolitik überhaupt nicht vor. Nicht ausreichend bei meinen Parteifreunden und schon gar nicht bei Trittin. Um die Dimension geht es aber. Und das nächste Beispiel, wir haben mit dem Präsidenten Aliyev von Aserbaidschan jetzt im Juli den Vertrag unterschrieben. In 5 Jahren bekommen wir Gas aus Aserbaidschan, aus der gasreichsten Region der Welt, Turkmenistan, Aserbaidschan, der nördliche Irak, Usbekistan, wenn es einmal demokratisch und marktwirtschaftlich und friedlich ginge, der Iran. Nur beim Bau der Pipeline und bei der Planung und bei der Finanzierung ist keine deutsche Company dabei. Weil die deutschen Energieunternehmen letztendlich für globale Aufgaben, für die Champions League, nicht mehr ausreichend stark sind. Und dann war ich im Juli 3 Tage in den USA, Fort Worth, Dallas und Houston. Und habe mir einmal die Schiefergasproduktion angeschaut. Ich war der erste Deutsche noch nicht. Es war noch kein Umweltausschuss des Deutschen Bundestages dort. Dort entscheidet man zwar sich dagegen, mit Bauchgefühl, aber einmal die Produktionstechnik zu betrachten und dann zu beraten und zu entscheiden, kommt keinem in den Sinn. Der Gaspreis in den USA liegt bei 30% des Gases, des Gaspreises, der von Ihnen bei E.ON Ruhrgas oder Wintershall oder VNG oder RWE oder anderen zu bezahlen ist. 30%.
Wobei klar ist, die deutschen Gashandelsunternehmen brauchen den Preis, weil sie bezahlen entsprechend viel an Gazprom oder an Statoil oder an die Algerier oder andere. Nur auf Dauer, glauben Sie doch nicht im Ernst, dass Lanxess, das Bayer Leverkusen, das BASF, das Dow Chemical in Deutschland den dreifachen Gaspreis bezahlt. Und damit kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Energiekosten werden in den nächsten Jahren entscheiden, ob industrielle Wertschöpfung, ob die Grundstoffindustrie bleibt oder ob sie geht. Mein bester Partner bei dieser Frage ist Herr Vassilakis, der Gewerkschaftsvorsitzende der IG Bergbau Energie Chemie. Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoffe, Chlorchemie, Chemie, Papierindustrie, die Herstellung von Lebensmitteln, Glas, Keramik, Zement. In all diesen Sektoren der Wirtschaft wird viel Energie gebraucht. Bezahlbare Energie. Oder die Industrie geht. Für den Werksleiter von BASF in Ludwigshafen oder von den Amerikanern, der deutsche Werksleiter von Dow Chemical, im Gespräch sagen die mir, unsere Konkurrenten sind nicht die Asiaten. Unsere Konkurrenz ist im eigenen Konzern. Ist der Werksleiter BASF USA, der Werksleiter Dow Chemical in Houston, der mit weit günstigeren Energiepreisen uns die Produktion der nächsten Generation wegnimmt und in die USA zieht. Die Grundstoffindustrie hat in den letzten 3 Jahren, wenn Sie einmal die Bilanzen anschauen, die Bücher anschauen, von ihren Abschreibungen, ihren jährlichen Abschreibungen, nur noch 80% in Deutschland investiert. Der Prozess der Deindustrialisierung ist in vollem Gang. Manche nehmen sie in Kauf, andere werden es nicht, andere wollen es. Nur ich sage Ihnen, dem Klima hilft es gar nicht, wenn die energieintensive Industrie nach Amerika oder Katar oder nach Asien geht und dort 100% emittieren darf. Denn das Klima ist global. Und klar ist, wenn aus der Wertschöpfung unserer Industrie 1, 2, 3 Glieder rausgehen, irgendwann bricht es insgesamt weg. Deswegen brauchen wir die Grundstoffindustrie. Die Firma Trimet mit nur etwa 2000 Beschäftigten, immerhin tolle Arbeitsplätze, hier in ihrem schönen Industrieland, Essen angesiedelt. Die Firma Trimet, die Aluminium herstellt, braucht mit nur 2000 Beschäftigten 1% des deutschen Stroms. 2000 Leute, 1%. Aber ihre Produkte Aluminium in einem PKW ersparen mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht Millionen Liter Rohöl während der Laufzeit des PKW. Am Anfang hochenergieintensiv, danach hochenergieeffizient. Das heißt, wir brauchen eine kluge, gemeinsame europäische Gasstrategie, zu der neben Gazprom auch weiterhin zwingend die Diversifikation mit Norwegen als Partner, Algerien als Partner und mit LNG-Gas auf dem Schiffswege unterwegs aus Nigeria, Katar und anderen Ländern, auch Libyen, nur einen LNG-Terminal zur Entladung von LNG-Gas haben wir Deutsche weder in Wilhelmshaven noch in Duisburg, weder in Cuxhaven, nicht in Bremerhaven, nicht in Hamburg und auch nicht in Friedrichshafen am Bodensee. Unsere Strategie, LNG-Gas ins Land zu holen, die heißt Trieste, Genua, Marseille, Rotterdam. Auch die spricht dafür, dass die Landkarte der Energiestrategie europäisch sein muss. Und nicht allein national klein gehalten darf. Und hinzu kommt, dass der Ölpreisindex fallen muss, was wir unternehmen. Und Herr Putin wird immer dann, wenn wir über Schiefergas sprechen, nervös. Nicht, dass jetzt große Mengen im Münsterland hergestellt werden sollten, aber dass wir uns die Option offen halten, ist meine bescheidene
den Fehler. Und dass wir Ingenieuren und Geologen vertrauen. Ich bin nur Jurist. Aber ein Ingenieur und ein Geologe geht verantwortlich mit seiner Aufgabe um. Und denen Demonstrationspilotprojekte zu ermöglichen und dann in 2 oder 5 Jahren zu entscheiden, parallel zu beobachten, was in Polen, was in England, was in den baltischen Staaten, in Rumänien mit Schiefergas jetzt schon in der Entwicklung läuft, ist besser als zu sagen, bei uns nie. Wir können uns nicht überall nur die Ablehnung leisten. Und wissen Sie, das Trinkwasser hat einen perfekten Schutz verdient. Das Grundwasser ebenso. Aber Grundwasser ist 1 Meter bis 20 Meter. Trinkwasser, die Brunnen gehen runter bis 500 Meter. Und Schiefergas beginnt in 3000 Metern. Da liegen zig Schichten an Gestein, an Ton, an Granit und anderem zwischendrin. Und der Ingenieur von ExxonMobil bei Houston, der mit einer Bohrung in die Tiefe von 12.000 Fuß geht, habe auf meine Frage Trinkwassergefahren gesagt, also zum Ersten, wir haben minimale Mengen Chemie im Wasser drin, also in dem Wasser, das unten mit Druck in das Gestein hineingebracht wird. Aber Chemie ist nicht gleich Gift. Und zweitens, Wasser hat eine Eigenschaft, es steigt nicht nach oben. Oder ist Ihre Badewanne schon einmal nach oben in Richtung Decke ausgelaufen? Die läuft nach unten aus, man tropft sie. Das heißt, Wasser kann aus 5000 Meter gar nicht nach oben gehen. Das sind im Grunde genommen wirklich reine Emotionen und ein paar Ideologen unterwegs. Ich habe die Hoffnung, dass das Land der Ingenieurkompetenz, Deutschland, seinen Ingenieuren und Geologen traut, hätten unsere Vorfahren Karl Benz nicht getraut und auch Henry Ford, hätten wir nie das Auto erfunden. Wir haben immer gesagt, der Fachmann macht es. Der Fachmann für Medizin, der Fachmann für Arbeitsrecht, der Fachmann für Geologie, der Fachmann für Infrastruktur und man dann nach dessen Erprobung eine Entscheidung trifft. Aber nicht ohne Erprobung und schon gar nicht zuvor. Und dann, die deutsche Energiestrategie hat zuallererst mit Strom zu tun. Und Strom wird das Maß aller Dinge werden. Übrigens, ich glaube nicht daran, dass der Stromverbrauch in Deutschland sinkt. Der Ölverbrauch kann und sollte zurückgehen. Auch der Kohleverbrauch wird nicht mehr ganz auf dem Niveau bleiben, auf dem er ist. Wobei man nüchtern sagen muss, und da hat Gabriel recht, ich habe meinen Augen nicht getraut, dass ich seine Rede nachgelesen habe. Man kann nicht aus der Kernkraft aussteigen und zeitgleich die Kohlekraftwerke verabschieden. Deutschland hatte 23% Kernkraftstrom. Jetzt sind es noch 17% und 89%. Deutschland hat jetzt aber 45% Kohlestrom, rund um die Uhr, stabil, grundlastfähig. Und auch wenn in 4 Jahren die Steinkohleförderung ein Saar ist sie schon stillgelegt, an der Ruhr stillgelegt sein wird, gibt es genügend Steinkohle auf der Welt und haben wir eine perfekte Diversifikation mit Kolumbien, Kanada, den USA, Australien, Russland, Südafrika, aus denen preisgünstige Steinkohle zu uns kommt und wir haben heimische Braunkohle. Man sollte nicht, wenn man schon wenig Gas hat, kein Öl hat, Kernkraft verabschiedet hat, alles, was im Grunde genommen Importe vermeidet. Alles, was einen unabhängig hält, verabschieden. Deswegen glaube ich, dass die Braunkohle und die Steinkohle noch Jahrzehnte zum globalen Energiemix gehört und dann am besten auch zum deutschen Energiemix gehört. Denn ein Kohlekraftwerk in Deutschland ist hocheffizient. Wir haben vor Jahrzehnten das SO2-Emissionsproblem durch Filteranlagen, deutsche Ingenieure haben sie entwickelt, gelöst. Wir haben vor Jahrzehnten das Thema NOx durch Gipsabscheidung und Speicherung gelöst. Und das Thema CO2-Emissionsvermeidung ist technisch lösbar. Wenn es die Deutschen nicht angehen, die Russen machen es selbst nicht. Aber wenn wir es lösen, übernehmen die es.
Deswegen wäre es klug, moderne Kohlekraftwerke in Deutschland stehen und Wärme und Strom produzieren zu haben, bei uns zu haben, und dann modernste Umwelttechnik in den Kraftwerken drin, dann tut man für das Klima etwas Besseres, als wenn man selber Kohlekraftwerke stilllegt, aber Emissionen in China, in Russland, in anderen Ländern akzeptiert. In China werden derzeit 60 Kohlekraftwerke gebaut. Jede Woche geht eins in Betrieb. Die Deutschen sollten dabei bleiben. Aus Gründen der Arbeitsplätze, der Grundlastfähigkeit und weil es für die Innovation in diesen Kraftwerken wichtig ist, wenn deutsche Techniker und Ingenieure ein Teil der Problemlösung für CO2-Emissionsreduktion sind. Strom wird das Maß aller Dinge werden. Warum? Vor 20 Jahren waren die Arbeitskosten unser Problem. Nach dem Fall der Mauer gingen Unternehmen entlang der Donau bis zum Schwarzen Meer oder gleich nach Asien in Regionen und Länder, die marktwirtschaftlich und demokratisch und trotzdem im Lohn billig geworden sind. Darauf hat Deutschland reagiert. Durch kluge Gewerkschaften, durch kluge Arbeitgeber, durch flexible, intelligente Tarifverträge, durch Maß- und Lohnentwicklung, durch Qualifikation, durch längere Wochenarbeitszeit, durch längere Lebensarbeitszeit, Agenda 2010 und durch Automation. Im Motorenwerk von Ford oder von Mercedes-Benz waren vor 30 Jahren noch 400 Beschäftigte. Wenn man die Zahl der Industriebeschäftigten halten will, dort sind heute noch 50 drin. Der Rest ist Roboter Kuka aus Augsburg und Festo Ablauf Automation aus Essen. Eine Industriearbeitsstunde braucht heute viel mehr Strom als Jahrzehnte zurück. Der Handwerker, der gleiche Fall, hat früher mit Muskelkraft gearbeitet, mit der Säge ohne Motor, mit Schraubenzieher und Schraubenschlüssel, mit Hammer und Meißel und heute Elektronik und Elektrik vor. Aber auch zu Hause. Gehen Sie mal ins Kinderzimmer rein. Zu meiner Zeit die Dampfmaschine, tuk, 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 der Merkel-Baukasten und der Chemiebaukasten. Eine Steckdose wurde nicht gebraucht. Heute iPad, iPod, iPhone, Elektronik, wo will ich mit meinem Sohn ein Hotelzimmer beziehen? Würde haben auch wieder, immer einen Streit, nur einen Streit, Steckdose. Und er weiß schneller als ich. Und lädt sein Gerät auf und meines kommt dann morgen früh vielleicht noch hinzu. Strom wird das Maß aller Dinge werden und die Elektromobilität, sie kommt zwar langsam, aber sie kommt. Und die IAA ist nächste Woche, wird zeigen, dass man auch im Bereich Mobilität mehr und mehr Strom braucht. Deswegen geht es um die Frage, große Mengen an Strom herzustellen, rund um die Uhr, versorgungssicher und bezahlbar. Und ich sage Ihnen, den neuen Erneuerbaren, es gibt ja alte Erneuerbare, Wasserkraft, Laufwasserkraft, eine Turbine im Rhein, aber da der Rhein immer Wasser trägt, ist ein Laufwasserkraftwerk grundlastfähig. Rund um die Uhr wird Strom produziert. Dasselbe gilt bei der Geothermie, die Erde ist immer warm. Und Biomasse, egal ob für Wärme oder Strom, ist von Menschenhand gestaltbar. Während Sonne oder nicht Sonne, Wind oder kein Wind, entscheidet der liebe Gott. Die Großstadt Hamburg hat in den beiden ersten Monaten dieses Jahres 5 Sonnenstunden gehabt. 5. Aber sie wollen ja nicht nur an 5 Stunden ihren Kühlschrank betreiben. Und sie wollen ja auch nicht nur Bahn fahren, wenn der Wind gerade weht. Mein Freund Rüdiger Grubel, das sind wirklich Freunde, spricht von der grünen Bahnkarte und sagt 100% Grünstrom. Ich kann nur sagen, ha, ha, ha. Denn der ICE fährt ja auch ohne Wind. Der fährt ja aber gegen Wind. Und der fährt aber Windstille. Wenn kein Strom produziert wird. Das autarke Dorf im Bergischen Land, das geht. Ein Windrad und Pellets mit Biomasse. Da wird die Badewanne warm, der Kühlschrank bleibt kalt und das Licht brennt. Aber wenn die Bahn kommt um die Kurve oder die Industrie
kündigt sich an. Wir brauchen in unseren über 40 Millionen Haushalten in Deutschland nur ein Viertel des deutschen Stroms. Unsere Industrie braucht 45%. Die öffentliche Infrastruktur, Uniklinikum, Flughafen, Messezentren, Straßenbeleuchtung braucht einen großen Teil. Das neue Krebsbehandlungszentrum in Heidelberg, wohl das modernste der Welt, braucht mehr Strom als eine Stadt mit 10.000 Einwohnern ohne Industrie. Um die Mengen geht es. Wenn Deutschland ein Industrieland und ein Land einer modernen Infrastruktur bleiben will, brauchen wir größte Mengen an Strom rund um die Uhr, auch wenn der Wind nicht weht und Sonne nicht scheint, weil man Strom derzeit noch immer nicht in großen Mengen speichern kann. Das wird kommen, aber es wird noch 5 bis 10 Jahre dauern. Wenn man Stromspeicherung in der Umwandlung verlustarm und kosteneffizient versteht. Und wenn nicht die Speicherung den Strompreis verdoppeln soll. Sie können Gas in der Kaverne speichern, Öl im Tank, Sie können Biomasse auf dem Hof lagern, Kohle im Keller, Uranium im Panzerschrank und Trollinge im Fass. Aber Strom ist nicht speicherbar. Vergessen Sie es. Strom muss in jeder Millisekunde hergestellt werden, in der der Strom gebraucht wird. Diese spannende Aufgabe leisten die Übertragungsbetreiber, auch die Bundesnetzagentur, unsere Energieunternehmen, die größeren, die regionalen wie Rheinenergie. Und Rheinenergie ist in Deutschland auf der Landkarte von Relevanz. Sie können stolz auf ihr in Anführungszeichen Stadtwerk sein. Das hat eine Bedeutung weit über die Großstadt Köln hinaus. Und diese Aufgabe zu leisten ist verdammt schwierig. Und das meine ich, bitte überfordern wir die Energiewirtschaft nicht und pflegen wir sie. Ein Land wie Nordrhein-Westfalen kann stolz auf Rheinenergie, aber sollte auch stolz auf RWE und E.ON sein. Andere haben die nicht. Nur derzeit spricht man über Konzerne, E.ON Ruhrgas und RWE-Konzerne, die man schreddert, die im Deutschen Bundestag keine Eintrittskarten mehr bekommen, die man nur noch für Kultursponsoring und Trikotsponsoring braucht. Ansonsten werden sie eher gemobbt. Im Weltmaßstab sind die eher zu klein. Da gilt der Anspruch der Wirtschaft, wachsen oder weichen. Und klar ist bei allem Respekt, Stadtwerke sind notwendig. Aber mit 1000 Stadtwerken wird keine Pipeline nach Aserbaidschan. So wie man Mercedes oder MAN für einen LKW braucht und der Handwerker liefert zu in der Mittelstand, brauche ich ein paar große Aufgaben, ein paar größere in Essen und Düsseldorf, die zu erhalten, die meine Energieindustriestrategie zu entwickeln, auch den Aktienwert derer, die Aktionäre sind, statt dort mal andere zu erhalten und nicht Vermögen zu vernichten, ist meines Erachtens ein dringendes Gebot. Und mit dem Thema, ich achte die Grünen, ist sogar zum Teil intelligent, aber die Grünen wollen keine Industrie. Keine Industrie allgemein und schon gar keine Energieindustrie. Und die Sozialdemokraten merken jetzt, dass ihr Koalitionspartner in die falsche Richtung läuft. Und sie kriegen langsam die Kurve, tut sich schwer. Und meine Parteifreunde haben ein anderes Problem. Die CDU wird stark von Landwirten gewählt, ist jetzt noch Biogas als Zweitannahme. Dann kann man morgens ausschlafen, muss die Kuh nicht mehr melden, das Geld kommt trotzdem. Und unsere Wähler haben mehr geneigte Dächer, sind Häuslebauer gewesen und die Volksbank finanziert Photovoltaik. Und bezahlen muss dieser Sozialmieter von Meiterich, der kein Dach sein eigen nennt, aber den explodierenden Strompreis. Und ich sage Ihnen voraus, er wird in den nächsten 3 Jahren jährlich nochmal um 10% steigen. Um 10% mindestens bezahlt der Sozialmieter mit 29 Cent jetzt. Und es geht mit Sicherheit auf 40 Cent zum Ende des Jahrzehnts hoch. Wunderbar. Dann wird Energiearmut kommen, dann wird die Caritas und die Frauenzentrale sagen, nicht mehr total vertretbar, und sie haben fast recht. Dann wird man Grundmengen an Strom kostenfrei für alle fordern, was ordnungspolitisch kaum geht. Das heißt, die Debatte, wie der Strompreis eingebremst werden kann und wie der Ausbau der volatilen Erneuerbaren Windenergie und Solarenergie gesteuert wird und der Schweinsgalopp endlich beendet wird, wird nach der Bundestagswahl das schwierigste Thema der deutschen Innenpolitik für eine Regierungskoalition unter Angela Merkel und mit einer Zustimmung, die man braucht, im Deutschen Bundesrat sein.
Das ähnelt einer Quadratur des Kreises, weil man halt lange Photovoltaik so verherrlicht, dass man kaum mehr die Kurve kriegt. Ja, heute auf der Schwäbischen Alb, in Hirtshausen, Scheunen, die gab es vor 20 Jahren nicht. Da steht keine Kuh drin, ist kein Traktor drunter, der Nebel ist drüber, mittendrin von der Voltaik und das Geld kommt. Ohne Risiko. 20 Jahre garantiert. Und ein Bauer kann heute mit einem Windrad auf derselben Fläche das 30-fache verdienen, als bei seinem Einsitz mit Heu und Ernte zuvor. Das sind Mitnahmeeffekte. Und wenn dann plötzlich Idealismus und Geldmacherei sich verbündet, kommt eine unglaublich aggressive Bewegung in Gang. Und ich bin meinem Freund Herbert Treuel dankbar, dass er unbequem, aber mit guten Argumenten immer Physik, Ratio und Verstand eingefordert hat und dieser Bewegung von Ideologie und Idealismus getragen in seiner politischen Arbeit im Europäischen Parlament, aber auch hier in der Region öffentlich nie erlaubt. Darum geht es und deswegen wird Energiepolitik im nächsten Deutschen Bundestag entscheidend sein. Und zwar gerade hier. Weniger in Vorpommern, weniger im Bayerischen Wald. Aber wenn Nordrhein-Westfalen mit seinen Arbeitsplätzen und seinen Weltunternehmen Industrieland und Energieland bleiben will, dann sind sie mehr als jedes andere deutsche Land darauf angewiesen, eine kluge Energiestrategie in Berlin, aber europäisch vernetzt, nach der Wahl beschlossen. Nochmal, den volatilen Erneuerbar, Wind und Sonne, kann die ganze Zukunft gehören, wenn man Strom kostengünstig speichern kann. Aber nicht früher. Deswegen muss die Reihenfolge eine andere sein. Erst der Leitungsbau, erst die Speicherkapazität und dann die volatile erneuerbare Energie. Keiner baut im Bayerischen Wald einen Schlachthof ohne Kühlräume, ohne Kühlfahrzeuge und ohne Industriestraßen, damit das Kotelett zum Verbraucher kommt. Bei Wind in Husum und Emden ohne Leitung, bei Photovoltaik im Bayerischen Wald machen wir das Gegenteil und fühlen sogar wohl dabei. Deutschland muss dringend bemerken, dass es derzeit tendenziell eher auf den Irrweg ist. Und es schadet auch unserem Ansehen der Welt. Ingenieurland in Deutschland, Energiewende made in Germany, muss besser werden, als sie von vielen angelegt worden waren. Ich bin mir sicher, die Angela Merkel hat dies längst erkannt, aber sie braucht dafür Mehrheit. Am Tag der Wahl und dann mit Frau Kraft und anderen im Deutschen Bundestag. Besten Dank für Ihr Kommen und helfen Sie Ihrem Kandidaten, der bei uns einen guten Namen hat, der mit beiden Beinen auf der sozialen Marktwirtschaft steht, der schon dreimal angetreten ist, immer mit knappem Abstand. Und die Sache ist möglich. Und ich glaube, dass der Gegenkandidat bei allem Respekt vor dem Titel und der Fliege nicht zwingend auf Dauer der einzige Abgeordnete hier für diesen Industriewahlkreis und für ihre Heimat sein ist. Herzlichen Dank. Ich könnte versuchen, das noch in andere, schönere Worte zu packen, aber das hat dieser Beifall bereits gezeigt, mit welcher wirklich offenen Machtheit hier das Publikum bei dem war, was Sie über die ganze Problematik dargestellt haben. Mehr Transparenz in für die meisten doch eher nebulöse Problematik kann man gar nicht mehr bringen. Ich würde ganz gerne die weitere Moderation Herrn Scholz überlassen, ohne allerdings noch etwas nachzutragen. Ich habe vor lauter Energie in diesem Raum unsere EVL übersehen. Mein Gruß daher noch an Herrn Dr. Dietzler nachträglich. Danke.
Kompliment auch an Sie, mit solch einer Konzentration, so einem Vortrag, so einem komplexen Thema zu folgen, ist ebenfalls bewundernswert. Lieber Rüdiger, jetzt mag es dein Vortrag, dein Auftritt sein. Ja, recht herzlichen Dank. Hier vorne ist jetzt kein transportables Mikrofon, aber ich glaube, das versteht mich auch hinten sehr gut. Es geht ja auch nur darum, dass ich die jetzt anschließende Diskussion bzw. die Möglichkeit, Fragen an Dinge zu richten, ein bisschen koordiniere. Vom Zeitrahmen, wir haben ja noch eine Stunde, soweit ich das im Überblick habe. Da müssten wir zwei, wenn wir das ein bisschen zügig halten, vielleicht drei Fragerunden, jeweils vielleicht drei Fragen hinbekommen. Ich bitte jeden, der eine Frage hat, an das Saalmikrofon in die Mitte zu gehen, dann ist es auch deutlich zu hören für alle. Ja, ich stelle einfach die Frage, Herr Paleka, als Erster, bitte sehr. Ja, ich wollte fragen, was Sie für Einwirkungsmöglichkeiten von Seiten der EU haben auf die Energiepolitik, aber auch auf die Preise. Sie haben ja einmal gemahnt, Deutschland schon, wir haben, glaube ich, den zweithöchsten Strompreis in der EU. Zum anderen habe ich gerade gelesen, Polen hat 90% der Stromgewinnung aus Kohle. Und man verteidigt das mit Zähnen und Klauen. Und am 11. November, glaube ich, ist dort ein Klimagipfel. Jeder übertrifft sich damit, abzuwehren, was da auf sie eventuell von der EU zukommt. Die Kernkraft ist nur rausgeschoben, aus Kostengründen, diese zwei Kraftwerke, die Sie da auch genannt haben. Also welche Einwirkungsmöglichkeiten haben Sie? Vielen Dank, Herr Lecker. Falls jetzt direkt noch Fragen anstehen, würde ich vielleicht noch ein, zwei nachschieben. Falls so erstmal ein bisschen noch Eis gebrochen werden muss, würde ich ansonsten einfach wieder dann erst anleiten. Ich meine, was ich tue, an den Wettbewerber, der das Geschäft belegt und auch preissenken wird. Könnt ihr das Mikrofon benutzen? Ich meine, was ich tue, an den Wettbewerber. Und wie bei anderen Produkten davon ausgeht, dass Auswahlmöglichkeit der Qualität und den Preis gut tun. Also ein Bäckermeister im Landkreis zum Monopol, drei Bäcker auf dem Marktplatz und die Brötchen sind besser. Und es gibt auch im Preis Vergleichsmöglichkeiten. Bei Autos, bei Kleidung oder in der Gastwirtschaft. Wir leben von einem starken Verbraucher, der im Wettbewerb Auswahlmöglichkeiten. Die wollen wir auch im Energiebereich verstärken. Upstream, indem die Russen uns zwar 26% unserer europäischen Gasmengen liefern, aber keine 50%. Und wir ganz gezielt die Norweger Beziehung ausgebaut haben, Algerien weiter ausbauen, den südlichen Korridor öffnen, 4, 5, 6 neue LNG-Terminals planen. Polen, Baltische Staaten, Triest und die Option Shale-Gas und die Warenzone, werden die Russen gezwungen sein, die Ölpreisindexierung fallen zu lassen. Der Aufbau von Last-Minute-Börsen schafft auch Transparenz. So gibt es schon Bewegungen, wie man preismindernd arbeiten kann. Zweitens, der deutsche Strompreis, also mit 15 Cent Kilowattstunde Industrie und mit 29 Cent Privathaushalt ist zu 52% staatsgeprägt. Das heißt, die reine Energie ist für den Preis und die Preisbildung in der Minderheit. Also wenn Sie Kraftwerk, Abschreibung, Personalkosten, Dividende, Tantieme, Gehälter, Transportkosten nehmen, macht all dies nur knapp 50%. Der Rest ist KWK, EEG, Konzessionsumlage, Allgemeinsteuer auf Umsatz und Ertrag und dann Stromsteuer, Brennelementesteuer, Ökosteuer. Der Erfindungsreichtum der Politik war immer hoch, wenn immer noch in der Kasse war, hat man auf Benzin, Diesel oder Strom eine neue Steuer erfunden. Das heißt, es gibt hier Möglichkeiten, dies zu senken, wenn man will. Jetzt schlagen einige Parteien, FDP, ostdeutsche Regierungen,
SPD, CSU vor, die Stromsteuer zu senken. Das halte ich für überlegenswert, aber sie ist gar nicht so arg hoch. Die gleicht die Kosten Explosion EEG etwas gar nicht aus. Hinzu kommt die Struktur trotzdem nicht besser. Einmal Effekt. Deswegen ist mein Gedanke, Stromsteuer senken, um die entstandenen Kostensteigerungen abzumildern, ja, aber nur, wenn die SPD die Generalrevision des EEG mitmacht, wird es logisch. Dann wird ein Paket daraus. Sie haben dann das Thema Klimapolitik angesprochen. Wir haben in Warschau den kleinen Gipfel, in Paris im nächsten Jahr, 2015 den größeren Gipfel. Beim Thema Klima muss man einfach die globale Dimension sehen. Was heißt das? Die Europäische Union mit 500 Millionen Menschen ist noch für 10,5% der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. 10,5%. Wir können als Europäer das Klima alleine nicht retten. Wir werden im Jahre 2030 und in der Energiepolitik ist 2020 gestern Abend gewesen und 2030 morgen früh, werden die Europäer noch für 5% der Treibhausgase verantwortlich sein. Das heißt, es macht nur Sinn, wenn wir ganz pragmatisch vorgehen und die Chinesen, die Amerikaner, die Russen, die Brasilianer, die Indonesier in ein verbindliches Abkommen hineinbekommen können. Sonst macht es praktisch keinen Sinn. Und zu strenge Emissionsreduktionsziele bei uns verdrängen die Industrie. Und lieber haben wir maßvolle Reduktionsziele hier, sie bleibt hier. Also wir haben zu strenge Ziele, haben ein reines Gewissen, die Industrie geht und emittiert in Amerika 100%. Klima ist unteilbar. Übrigens, wenn ganz Deutschland kein CO2 mehr emittieren würde, null. Es wäre möglich, wenn Sie nicht mehr Rindfleisch essen, nicht mehr Auto fahren und nicht mehr ausatmen. Dann geht's. Dann würden wir den Zuwachs an CO2 Chinas von genau 18 Monaten ausgleichen. Das zeigt die relative Bedeutung der Losigkeit eines Landes. Es geht nur global. Und die Weltverbesserung, die schon sehr stark von den Grünen kommt, mit Veggie-Day und anderen Umerziehungsmaßnahmen in der Anstalt Deutschland. Diese Weltverbesserungseinstellung schreckt andere ab. Die Polen sind längst nicht allein, sehr Polen erwähnt. In den Polen verstecken sich 2, 3 baltische Staaten, die Bulgaren, die Slowaken, die Slowenen. Die sind ganz froh, dass es einen starken Polen gibt, der diesen Kurs nicht mitmacht. Dann können Sie im Busch bleiben und müssen nicht von den Weltverbesserern Kritik ertragen. Da hilft einfach nur pragmatische Einstellung und nicht diese Verbesserungsüberheblichkeit. Soweit zu Ihrem Beitrag. Herzlichen Dank, Herr Oettinger. Ja, besteht die Möglichkeit zu weiteren Fragen? Darf der Herr? Ich bin auch nur Jurist, bewege mich also jetzt etwas auf fremden Feldern, aber gleichwohl, ich bin auch hier als Vertreter der örtlichen Wirtschaft und bin erstmal ganz dankbar, dass Sie das Thema mal so analytisch auch angegangen sind. Das vermisse ich, ehrlich gesagt, auch und insbesondere in der Politik. Als Interessenvertreter hier der Wirtschaft möchte ich hinzufügen, es ist nicht nur die Grundstoffindustrie. Energiekosten tangieren die Automobilisten, Sie kommen aus Stuttgart, mindestens ebenso wie andere Industrien auch. Wir haben hier in der Region die SKFs, wir haben die Federal Mogul's, wir haben die TMD Frictions, wir haben die Johnson Controls. Und machen die Kosten größte Sorgen, Sie haben das angeschnitten. Das Maß der Dinge ist der Strom,
das Maß der Dinge wird für den Industriestandort nicht nur Deutschland, sondern hier und insbesondere auch in der Region, wird der bezahlbare Strom sein. Und da läuft etwas in eine völlig falsche Richtung. Ich will nur mal eine Kennzahl sagen. Die letzte Erhöhung EEG-Umlage, die hat die heimische Industrie hier mehr belastet, einige Betriebe, als die letzte Erhöhung in der Metall- und Elektroindustrie, die Tarifbildung. Ja, nicht ohne Grund haben deshalb auch die Gewerkschaften hier sich des Themas angenommen. Ich wollte dafür nur noch mal sensibilisieren, und Sie haben das ja auch richtig angeschnitten, wenn das Investitionsvorhaben der Industrie zurückgeht und Sie fragen, warum ist das so, dann hat das auch, und leider Gottes immer mehr, mit Energiekosten zu tun. Also meine Bitte, Sie haben vollkommen recht, das wird letztendlich immer ein Thema in Europa sein, aber der Wunsch der Industrie, man soll sich immer eigentlich auf die eigenen Kompetenzen verlassen, Sie merken, wo ich hin will, mir fehlt so ein wenig, ich nenne es mal so etwas, nach vorne blickend, der Masterplan hier in diesem Land zunächst einmal, dass wir uns die Karten legen, wo wollen denn wir hin? Sie haben es ja angeschnitten, was nützt es uns, wenn wir auf Photovoltaik und Erneuerbare ganz allgemein setzen und die Polen machen was anderes, es sind ja auch die Tschechen, die sich ja hier auch, wie Sie wissen, ganz energiepolitisch so aufstellen und ganz, ganz bewusst in Kernkraft setzen, damit sie hier den Markt mit Kernenergie überfluten können. Also da würde ich oder möchte ich Ihnen Mut machen, ich höre es ja, manchmal habe ich so das Gefühl, man artikuliert das gar nicht mehr so laut, wir müssten uns aus meiner Sicht erstmal selbst die Karten legen, selbst einen Masterplan definieren und der liegt ja, wenn ich das richtig sehe, in Ihrer Partei in der Schublade. Warum artikulieren Sie den nicht deutlich? Vielen Dank. Walter, wir wollten jetzt die Fragen sammeln in der letzten Runde, weil gegen 20.30 Uhr der dann auch jetzt ist. Jetzt habe ich da vorne eine Wortmeldung. Ja, ich bin leider auch ein Jurist, aber ich mag es trotzdem noch mal hier eine Frage zu stellen. Und zwar, Herr Klinger, Sie haben sehr, sehr schön noch mal dargestellt, wie sehr ein hoher Energiepreis, vor allem hohe Strompreise, den Standort Deutschland gefährden, aufgrund eben, dass die Wertschöpfungskette dann möglicherweise nicht mehr aufrechterhalten kann. Jetzt gibt es natürlich Gesetze wie das Erneuerbare Energiengesetz, das diese Umlage hat, die uns alle belastet, aber natürlich insbesondere stromintensive Unternehmen belastet. Und diese EEG beispielsweise, aber auch andere Verordnungen hier, die sehen dann vor, dass stromintensive Verbraucher sozusagen befreit werden von dieser Umlage. Jetzt hat aber gerade die EU-Aktion gestartet, ein Prüfverfahren eingeleitet bei der Stromnetzentgeltverordnung, beim EEG angekündigt, wonach eben diese Befreiungen, sage ich, energieintensiver, stromintensiver Verbraucher oder Unternehmen, ja, eben nicht EU-konform sein, insbesondere eben gegen die Beihilferichtlinien der EU verstoßen. Für die Unternehmen ist das natürlich dann, hätte das dann die Folge, dass sie, insbesondere wenn sie stromintensiv sind und gerade in dieser Wertschöpfung eine so wichtige Rolle spielen, dann auch mit diesen hohen Energiepreisen oder noch höheren Energiepreisen belastet wurden. Ist es nicht ein gewisser Widerspruch? Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich die Bundesregierung nicht, auch die jetzige, nicht ganz glücklich ist über dieses Gebaren, sage ich mal, der Kommission oder der Europäischen Union. Herzlichen Dank. Die Gewerkschaften, wie erwähnt,
aber auch der Wirtschaft in Deutschland dankbar, dass das Energiethema ein Kernthema geworden ist. Der IHK hat im letzten Jahr Energie und Rohstoffe zum Leitthema erklärt. Ich war damit 25 Kammerbezirken vom Neujahrsempfang bis zur Energiekonferenz in ganz Deutschland gewesen. Gehen dieses Jahr weiter. Dr. Göhner und Dr. Rund haben bei den Arbeitgebern das zu einem starken Thema gemacht, wo sie gar nicht im Kern zuständig sind, aber klar ist, maßvolle Tarifentwicklungen werden konterkariert bei hohen Energiekostensteigerungen. Okay. Insoweit sind die Dinge nicht zu trennen. Und wir haben morgen früh die Jahrestagung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Kurzen nicht bei Ihnen mit Ihrem Institut EWI, dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Uni Köln. Ich kann nur sagen, ein Juwel, einem guten Institutsleiter mit guten Mitteln und Sponsoren, mit glänzender Arbeit. Ich kann aber sagen, mit EWI und IW kann man hier in der Region gar nicht hoch genug einschätzen. Der Hüter bei IW macht eine glänzende Arbeit. Das ist nicht nur ein schönes Gebäude am Rhein, es ist auch im Inhalt wertvoll. Und da kann ich eigentlich Ihnen in dieser Industrieregion nur raten, diese wichtigen Einrichtungen als Standortfaktoren bestmöglich zu nutzen. Am Donnerstag kommt die Monopolkommission der deutschen Bundesregierung mit einem Quotenmodell. Was schlagen die vor? Die schlagen gegen den Schweinsgalopp einfach einen gezielten Ausbau vor, der nicht mehr von 40 Millionen Hauseigentümern und ihrer Volksbank und Sparkasse entschieden wird, sondern der gesteuert wird. Und der dann auch nicht mehr sagt, Solar wird so und Wind wird so gefördert, sondern der dann den Investoren überlässt, in welche erneuerbare Technik sie hineingehen wollen. Bin auf die Reaktion gespannt, aber der Vorschlag der Monopolkommission kommt zur richtigen Zeit. Die Energieintensiven werden befreit oder bezahlen weniger. Stimmt. Worum geht es dabei? Wir haben eine Netzentgelteverordnung. Jeder bezahlt die Netze mit als Stromverbraucher, die Investition, den Betrieb, die Wartung. Die Regulatoren entscheiden das Netzentgelt und es macht dann im Strompreis eines Privathaushalts etwa 6 Cent aus. Davon werden Unternehmen mit großen Strommengen an mehr als 7000 Jahresstunden befreit. Und dies prüfen wir jetzt. Übrigens nicht, weil wir keine Arbeit hätten. Das ist kein Gebaren der Kommission. Wir sind die Binnenmarktpolizei. Wir müssen dies machen, weil es von 3 der 4 deutschen Übertragungsnetzbetreiber eine Klage gibt. Beschwerden unter Briefkasten. Weil Verbraucherzentralen klagen, einige Stadtwerke klagen und deutsche Bürger klagen. Also drin gebe ich gerne den Ball zurück. Diese Akte ist uns aus Deutschland auf den Tisch geknallt worden. Das werden wir bearbeiten. Und Binnenmarkt heißt eben im Regelfall keine staatliche Einmischung. Angebot, Nachfrage und Transparenz bestimmen den Preis. Nicht mehr und nicht weniger. Und da gab es auch eine Klage der holländischen Regierung, die folgendes sagte: Der Strompreis für die Industrie in Holland ist geringer als der in Deutschland. Aber nach der Ermäßigung bezahlen deutsche Industriebetriebe weniger. Eine klassische Einmischung in einen Wettbewerb zwischen Holländern und Deutschen. Wir prüfen das, das ist noch gar nicht gesagt. Aber klar ist, man kann nicht in Deutschland mit aller Macht den Strompreis hochtreiben und dann sagen, oh je, für die Industrie ist er jetzt zu hoch, jetzt brauchen wir Ermäßigung. Es gäbe in Deutschland genügend Stellschrauben, Strompreise zu ermäßigen. Stromsteuer ist erwähnt, Eigenmannsteuer. Kann man erwähnen, die Brennelementesteuer. In Deutschland haben immer die Haushälter und nicht die Energiepolitiker Energieabgaben diskutiert. Und mit Verlaub, die Konzessionsgebühren sind auch nicht irgendwo gewollt gewesen. Die haben sich mal entwickelt,
als die Kommunen Strom in die Häuser gebracht haben, haben sie Lizenzen erteilt. Man durfte die, die die Stromleitungen legten und den Strom verkaufen wollten, die Straßen benutzen. Wenn morgen früh Rewe seinen Laden befüllt, bezahlt er auf der Bundesstraße, Landesstraße, Kreisstraße keine Maut. Aber RWE und Rheinenergie bezahlen für den Transport, obwohl man die Leitungen gar nicht zieht. Das ist ja eine demokratisch legitime Form der Wegelagerei, hat sich im Haushalt bewährt, habe ich nicht unbedingt zwingend. Es gäbe genügend Möglichkeiten, die Kosten bei uns zu senken. Und richtig dumm dran sind jetzt die Unternehmen, die knapp unterhalb sind. Also die nicht 14, 15, 20, 30% in ihrem Umsatz Stromkosten haben, vielleicht 12% und voll bezahlen. Die bezahlen alle Umlagen und die Befreiung der anderen noch mit. Zum Beispiel Klagen gibt es auch in Karlsruhe anhängig der Textilindustrie, die Energie brauchen, viel brauchen, aber genau nicht energieintensiv sind, sondern knapp unterhalb. Dann kommt Trittin und sagt Folgendes. Und er ist schon dialektisch nicht ungefährlich. Er ist ja der Vater dieses GIG. Und er hat ja gesagt, als die Energiewende beschlossen wurde, die kostet maximal ein Eisenstiel im Monat. Aber das Stiel schon noch. Recht groß, das ist ein Kilo Eis. Leider haben alle gesagt, sie kostet nichts. Es waren ja auch ein paar aus diesem Bundesland in meiner Partei, die gesagt haben, es wird sogar billiger, es kostet nichts. Und jetzt sehen wir eben, es kostet 20 Jahre und es kostet in den nächsten 3 Jahren je nochmal 10%, die aber 20 Jahre auch da sind. Wenn ich ein Haus habe, ist das GEG so führerisch, da muss ich installieren. Und in manchen Wohngebieten kann man ja ohne Photovoltaik gar nicht sehr was raus. Der Zeitgeist. Die Volksbank finanziert, Risiko null. Das Stadtwerk muss dann die Leitungen legen und stabilisieren, was gar nicht einfach ist. Nur, Trittin sagte ja, wird man die Energieintensive nicht mehr befreien, das Problem gelöst. Stimmt nicht. Dann spricht er von Golfplätzen, die befreit sind. Wir gehen dem nach, stimmt so auch nicht. Aber es gibt, Stichwort Demand Response, ein Angebot. Wer Strom nutzt, wenn er gerade nicht gebraucht wird, also wer zum Beispiel seinen Rasen sprengt oder andere Dinge macht, auch auf dem Golfplatz, zu Zeiten, wo es zu viel Strom gibt und damit eigentlich das Netz stabilisieren hilft, bekommt eine Ermäßigung. Also der Golfplatz bekommt normal keine Ermäßigung, aber er nutzt dieses Angebot im Interesse eines stabilen Netzes. Dem Netz ist dann gefördert, wenn es zu viel Strom hat und zu wenig Strom. Deswegen müssen wir immer mehr Strom nach außen verschenken. Die Medien schreiben zum Teil, Deutschland ist Stromexport-Weltmeister. Nie wurde mehr Strom exportiert. Ja, stimmt. Nur wenn wir BMW exportieren, verdienen wir Geld. Wenn wir Strom exportieren, verbrennen wir Geld. Nennt man negativen Strompreis. Wir zahlen auch drauf, dass die anderen uns den zu viel Strom abnehmen. Das wäre, wenn er wie im Allgäu ein Bauer eine Milchkanne hätte. Und bevor die Milch ranzig wird, verschenkt er sie und gibt noch eine Flasche Spätburgunder mit. Das ist kein überragendes Kioskmodell. Apfel und Strößt drauf, Stromexport, Weltmeister. Wir wollen eine verträgliche Lösung. Nur klar ist, je eher man die Erneuerbaren europäisch fördern würde, sind bei Hilfragen entbehrlich. Dann ist die Förderung überall gleich. Und dann entsteht erst gar keine Gefahr mehr, dass unsere Ermäßigung, da nur in Deutschland, Ausnahmen sind. Aber wir prüfen nicht nur die Ermäßigung für die Industrie. Wir prüfen generell, ich sage ein Beispiel. Es gibt jetzt ein Vor- im Netz. Also Erneuerbare haben freie Fahrt. Und immer mehr Stunden im Jahr gibt es dann nur noch Wind- und Solarstrom in Leitung. Und sonst gar nichts mehr. Überlegen Sie mal, VW käme auf die Idee, alle seine Produktionsstätten in Europa auszuschreiben. Ein Einbieter oder ein Konsortium. Nehmen wir mal ein Konsortium von E.ON, Rheinenergie und
Jazz-Ingenieure. Und die hätten genügend Strom und würden den produzieren und wollen ihn dorthin bringen, wo VW den Strom braucht. Nach Barcelona, in Böhmen, in Kassel, in Dresden, in Leipzig, in Ingolstadt, in Wolfsburg, in Eschwege. Und haben genügend Strom und kommen nicht durch. Das wäre gewinnen auf ihrer Autobahn, hat immer mehr Jahresstunden. Edeka fahren darf, aber Regel Carrefour nicht. Hat mit Binnenmarkt nichts zu tun. Deswegen sind da Prüfungen da. Und das deutsche EEG war ein glänzendes Gesetz zur Gründung von 0% auf 3% Photovoltaik. Von 0 auf 5% Wind. Jetzt haben die beiden aber 12, 15, 18%, bald 20%. Das werden erwachsen. Und so wie Alete und Tipp für Babys gute Nahrung war, dass sie groß und stark werden, aber für den 16-Jährigen nach der Pubertät nicht mehr das richtige Deutsch, ist EEG jetzt im Grunde genommen für die erwachsen werdenden, halbstarken Wind- und Solaranbieter nicht mehr die richtige Förderung und kostet sie zu Hause zu viel Geld und treibt den Netzbetreibern die Schweiß auf die Stirn. Zumal ja hinzukommt, es gibt bald in Deutschland mehr Netzbetreiber als Stromverbraucher. Hat euch ein Problem, dass wir irgendwo nicht wirklich richtig aufgestellt sind. Und wenn dann noch der letzte Dorfbürgermeister mit 3000 Sälen und 2 Kühen sein Netz zurückkauft und durch die Stadtgärtnerei oder durch die Friedhofsgärtnerei pflegen lassen will, würde sich wundern, wie komplex Netze von morgen sind. Einen schönen Abend, Ihnen viel Erfolg in 3 Wochen. Ich schaue nach, ob es geklappt hat und dann bald wieder. Herzlichen Dank.